Moin, meine Freunde, und willkommen zurück nach einem sehr sonnigen Sommer. Sind wir jetzt in einem sehr nebligen Herbst. Vielen Dank fürs Zusehen und die Unterstützung. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir gern. Gefällt mir sehr gut. Gerne weitermachen. Wegtreten. Also, Axt ist gut. Schaufel brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Holzstämme brauchen wir jetzt auch nicht. Pelz brauchen wir nicht. Stein brauchen wir nicht, aber wir brauchen noch mehr Stöcke. Wie sieht es mit Stöcken aus? Das Volk braucht Stöcke. Und ich habe nicht mehr so viel. Aber ich habe sehr viel Weizenkorn. Das ist gut. So. Achso, ja. Unsere Reparaturhammer ist kaputt gegangen. Und was noch viel schlimmer ist. Unsere Fackel ist kaputt gegangen. Deswegen bin ich zurückgegangen zum Schlafen. Ich konnte leider den Zaun deswegen nicht fertig machen. Wir nehmen uns jetzt schnell noch einen Hammer mit und eine Fackel. Hammer und Fackel. Bronzehammer will ich nicht. Habe ich nur noch die einfache Fackel? So. Du kommst auf die 3. Du wirst Inventar ausgelöst. Und wir werden jetzt unseren Herrn und Meister aus der Wir haben nicht viele neue Kinder, ne? Ein neues Kind. Alles sind positiv, das ist schon mal gut. Haben wir jemanden verloren? Einen Holzfäller haben wir verloren? Zumindest Mutter geworden. Ah, das kriegen wir überstanden. So, bei dir habe ich gesagt, dich setze ich woanders ein. Er war halt Fischer, ne? Egal. Kommst als Jäger rein. 2 ist besser als keins. Wir brauchen genug Fleisch. Für die Küchen. Einer aus der Küche fehlt. Du hast kein Material mehr. Na klar, du hast kein Rührei. Guck mal hier, der macht hier 27 Eintöpfe am Tag. Ich mache insgesamt bestimmt fast 80 Eintöpfe am Tag. Wenn das nicht zum Essen reicht, weiß ich auch nicht. So, Freunde. Freunde der Nacht. Ich habe hier noch einen willigen Helfer. Der hat noch ein paar Holzstämme. Weil, dann kann ich die Dienstleistungsabteilung mal einschalten. Werkstatt habe ich aber niemanden. Ich kann sonst keinen Handwerker rausschicken. Ich kann eine aus der Dings wegschicken. Die Bauhütte kostet am meisten Steuerwahnsinn. Ja, aber ich fehlt Material, das habe ich schon fast gedacht. Was brauchst du? Handwerk brauchst du. Toll. Und Holzfällern ist aber keiner da, der Handwerk kann. Wie ist es mit den Bergarbeitern? Kann auch kein Handwerk. Standbesitzer hat Diplomatie 7. Krass, wie schnell die Standbesitzer sich hochleveln, ne? Wahnsinn. Die leveln bis jetzt am schnellsten von allen mit Abstand. Und dann habe ich noch Wasserträger, Scheunenknecht, Jäger. Bauknecht, Bergarbeiter. Nix, der irgendwie was taugt. Irgendwie dich. So, und dann sagen wir, du machst jetzt mal hier, reparierst hier mal. sechs Bretter. Ah, easy going. Stroh haben wir auch da. Stock haben wir noch ein bisschen. Hauptsache, hier ist mal alles wieder ganz. Das sieht ja aus wie ausgeschissen. So.
Haben zwar jetzt keine Ressourcen mehr, aber scheiß drauf. Stöcke sind jetzt aus. Das ist nicht gut fürs Werkzeug, ne? Hier ist noch Fleisch. Holen wir auf dem Rückweg. So, Freunde. Baumstämme haben wir. Wenn wir eins haben, dann Baumstämme. Der Mohn ist fertig für die Ernte. Ich finde, der blüht so schön im Sommer. Aber im Herbst, wenn er fertig ist für die Ernte, sieht er echt scheiße aus. Da, wo ich herkomme, waren Mohnblumen immer rot. Naja. Aber die wahrscheinlich nur zur Sommerzeit. Guck mal hier, ein Teil der Felder ist schon fertig, damit ihr euch das mal so vorstellen könnt. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt. Schön, jetzt haben wir wieder ein bisschen Kohle. Ich habe eine Nachricht gelesen, fand ich mega lustig. Ist hochpolitisch, warte, ich kann ja mal gucken, ob ich die noch finde. Ich habe die mir auch nicht ganz durchgelesen, aber ich fand das schon sehr, sehr politisch. Liebe Querdenker, lasst euch wegen der Orkanwarnung bloß nichts einreden. Die Meteorologen wollen sich nur wichtig machen und euch in eure Häuser einsperren. Wetterprognosen waren in der Vergangenheit mehrfach unzuverlässig und da solltet ihr eure aktuellen Warnungen nicht ernst nehmen. Und dann meinen die irgendwas mit, ja, ihr sollt trotzdem in den Wald gehen, auch während des Sturms, fühlt euch nicht eingeschlossen. Und fand ich ziemlich schön, das ist so oberster Sarkasmus. Das ist ja genau mein Humor. Ja, ja. Es ist, ist okay. Apropos Sturmwarnung. Wie war's bei euch? Hat der Sturm bei euch viel abgerissen, viel niedergerissen? Schreibt's gerne mal in die Kommentare. Würde mich schon interessieren. Bei uns war der Sturm heftig. Aber es ist nichts kaputt gegangen. Sehr gut. Kann man nicht über alle sagen. Einige haben was verloren während des Sturms. Ja gut, dann sind die Sachen umgekippt, weggeflogen, kaputt gegangen. Habe ich echt Glück gehabt. Deswegen habe ich auch keinen Garten. Aber so ist das im Leben. Sachen kommen, Sachen gehen. Ich bin jetzt am überlegen, ob das ein Fehler war, einen Flechtzaun zu machen. Die brauchen so viel Äste und es dauert so lange, bis der fertig ist. Aber lieber einmal richtig. Und dafür nicht nochmal anpacken, oder? Gott sei Dank werden die Zäune aktuell ja nicht kaputt. Ach, die Leute hungern wieder. Die fressen zu wenig Kohl. Wir brauchen mehr Dünger. Wir haben so riesige Felder, wir brauchen mittlerweile viel mehr Dünger. Ist da ein Kind, was über die Felder läuft? Wahnsinn. Ewig gedauert jetzt, wenn wir das hier fertig haben. 50 Minuten haben nicht gereicht, Freunde. Wir waren schon bei 55 Minuten. Ein Teil des Sounds habe ich sogar noch offscreen gebaut. Und wir sind immer noch nicht fertig. Also die Planung für dieses Update für die Mühle war schon gigantisch. Aber jetzt kann die Mühle auch endlich kommen. Also ich bin vorbereitet. Wenn die Mühle kommt, ich bin vorbereitet. Wir können die sofort bauen. Das wird Porno aussehen. Was ist das? Steine nehme ich immer mit. Immer Steine mitnehmen, wenn ihr die seht. Tut nicht weh. Tut nicht weh. Und was war's? Das Hetze. Was der Hetz? Das Hetzt du. Zack, 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 zack. Ich hoffe, ihr hört die mechanische Tastatur nicht so klackern. Klack, 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 klack. Ich bin der Weltmeister im schnellen Drücken. Das klingt so falsch. Das klingt einfach so falsch. Ja, vielleicht speichern wir mal zwischendurch. Ohne Witz, wäre ich jetzt gestorben, wäre, hätte ich mich gehasst. Ich habe ewig nicht gespeichert zwischen den Folgen. Pilze. Oh nein, ich habe vergessen, Tollkirschen zu sammeln, aber ich kann den Typus hier, den kann ich jetzt mal hier Pilze sammeln lassen.
weißt du was? Lass den auch. Der muss nicht rund um die Uhr alles sammeln. Aber ich habe den so eingestellt, dass er jede Jahreszeit ein bisschen was zu tun hat. Weil, ohne Witz, ich habe keinen Bock, den jedes Mal neu zuzuweisen. Deswegen habe ich das gemacht. Stimmt. Gut, dann ist das zwar ineffektiv. Aber hey, ich werde es nächste Jahreszeit eh wieder vergessen, den umzustellen. Und dann ist das schon okay so. So, wenn wir nochmal 100 Stöcke haben, dann machen wir jetzt weiter am Zaun. Oh. Ah, schön wieder die Fresse aufreißen zu können. Schön. Guckt euch mal dieses hässliche Dorf da an. Boah, wer wird da freiwillig leben? Ich habe mal gelernt, Sarkasmus sei der Humor der Intelligenten. Fand ich ziemlich interessant, die Aussage. Ziemlich, naja, viel aussagend. So, haben wir das ja auch schon mal. Das 108. Die nehmen wir noch hier mit. Weil das reicht eh nicht. Hast du mich erschreckt, ey, Marie. Die Holzmarie ist wieder da. Die Holzmarie. Reich an Lächeln, reich an Holz. Macht sie jeden Mann sehr stolz. Hier ist viel Pilz, ne? Boah, ich bin schon versucht, jetzt die Pilze zu sammeln. Aber die Äste können wir mitnehmen. Uch, jetzt habe ich auch einen Pilz gesammelt. Ich schwöre euch, das war keine Absicht. Ja, das glaubt mir keiner von euch. Ihr glaubt mir eh nie. Keiner von euch glaubt mir. Das ist bitter. Zum Glück bin ich nicht sensibel. So, dann haben wir das auch schon mal. Nie glaubt ihr mir. Irgendwann komme ich zurück. Irgendwann. Und dann werde ich die Pilze sammeln. Und das hoffentlich noch diese Jahreszeit. Also, viel mehr Stöcke haben wir jetzt hier in der Umgebung nicht mehr. Also, wenn das nicht reicht, dann haben wir Pech hier. Ja, da habe ich nur einen vergessen. Ich werde jetzt nämlich nicht Bäume sammeln, nur um Stöcke zu kriegen. Und die ganzen Stöcke am Boden sammle ich auch nicht immer ein. Wer macht das schon? Schreibt mal in die Kommentare, sammelt ihr die Stöcke, die am Boden liegen? Also ich bück mich nicht für einen 100-Euro-Schein. Das war ein Scherz. Für die, die das Sarkasmus nicht verstehen, das war ein Scherz. Ich bück mich für jeden 100-Euro-Schein. Ich würde Menschen nicht verstehen, die es nicht tun. Lol, kommt euch hier aus der Bank? Erschreckt er sich, lässt einen 100-Euro-Schein fallen, lässt ihn liegen und geht weiter, weil er zu faul ist, den aufzuheben. What the hell, was wäre das für eine Geschichte? Ah, dann will ich mich aber selber hassen. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, können wir auch noch. Sieht komisch aus mit dem Feld, ne? Oder sieht das komisch? Ist das ein Weg? Sieht komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Das stört mich. Naja, ich kann es nicht ändern. Love it. Wie war das nochmal? Wie war nochmal der Spruch?
Change it, leave it, ne, change it, love it, ne, change it, leave it, love it. Irgendwie so, ne? Versuch es zu ändern, wenn du es nicht ändern kannst. Versuch zu gehen, und wenn du nicht gehen kannst, dann versuch damit klarzukommen. Irgendwie so war das so. So. Das sieht schon cool aus, muss man schon zugeben. Wenn das auch später fertig ist und dann blühen da überall die Blumen und alles. Das wird schon Porno. Die haben ja noch gar nicht alles gejätet. Ja gut, jetzt sieht das hier ein bisschen doof aus, dass da eine Lücke ist. Mein Gott. Weißt du, dann nehmen wir... Oh, das ist jetzt doof. Ah, meine Güte. Noch haben die das ja nicht gemacht. Komm. Ich bin so bescheuert. Ich glaube, ich bin der bescheuertste Kerl der Welt. Machen wir 5 draus, egal. Wenn die Mühle zu groß ist, dann machen wir halt alles neu. So. So, jetzt haben wir es. Ich bin so bescheuert, das ist Wahnsinn. Ich hasse es, Perfektionist zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Das ist eine Krankheit. Das sieht genauso beschissen aus. Oh. Nein! Oh. Ich wollte den Baum nicht fällen. Naja, bis die Scheune steht, ist der Baum bestimmt schon nachgewachsen. Außerdem brauchen wir Äste. Ja, ist so schön, in Not frisst der Teufel auch Vergammeltes. Nee, so ging der Spruch gar nicht. Fliegen. Er frisst Fliegen. Oh Gott. Toshi. Halt einfach die Bubble. Ich will hier einen Baum setzen. Die Dinger sind eh größer. Okay, dann setz mir keinen Baum. Dann mache ich hier das hier. Ach so. Ja, da war irgendwas. Da war irgendwas. Ha, ihr seht nicht, was ich sehe. Ich sehe hier was. Ich sehe eine Chance. Das wird ja zu viel sein. Ich sehe eine Chance. Wenn ich Brett hätte. Ach, bin ich froh, wenn die Marie endlich hier alle Dinger repariert hat.
Soll ich euch sagen, was ich gesehen habe? Komm, ich bin voll das Arschloch. Nee, komm, ich erzähle euch, was ich gesehen habe. Hier kommt Tisch hin und hier kommt Quertisch hin. Auf dem Tisch werde ich verschiedene Weizen und Körner und Mohn verteilen. Und neben dem Tisch kommt ein Eimer und auf dem Tisch kommt auch ein Eimer. Und daneben kommt hier ein oder der Eimer kommt nur auf den Tisch und daneben kommt hier ein großer Weizenkorn, ein großer ich bin so aufgeregt. Kommt ein großer Weidenkorb. Mir fiel das Wort Weiden echt nicht ein. Ey, Freunde, sieht das beschissen aus mit dem Weg hier? Seid ehrlich, das sieht beschissen aus. Das ist einfach too much. Das ist einfach too much. Man kann hier auch leider kein Gatter hinsetzen. So uneben. Ich kann hier nicht so uneben. Deswegen hatte ich mir Sorgen gemacht wegen dem Bauen. Aber guck mal, wir haben jetzt hier genau das einzige gerade Stück auf dieser ganzen Fläche genommen. Wenn wir da keine Mühle hinkriegen, dann fresse ich einen Besen. Also wenn da keine Mühle reinpasst, dann fresse ich echt einen Besen. Ja. Das ist so. So, dann machen wir mal hier Wigger. Oh, Freunde, die Folge ist schon wieder vorbei. Das geht wie im Flug, ich schwör's euch. Wie im Flug. Oh Gott, zum Glück habe ich mich verklickt mit der rechten Maustaste. Zum Glück nur auf Putz entfernt. Stell dir mal vor, ich hätte den Zaun abgerissen. Einfach mal speichern zwischendurch. Albtraum! Ach echt, das sind zwei... Ja, muss ich. Wegen maximal Feld und so. Ich lasse jetzt hier roden. Weil ich habe eh zu wenig Dünger. Deswegen werde ich die Felder hier nicht besäen. Obwohl der im Herbst das die richtige Zeit ist für Roggen und so, ne? Aber ich habe keinen Dünger. Wir müssen eben in die Stadt rüber und Dünger kaufen. Ich werde bestimmt 500 Dünger oder so brauchen. Unser ganzes Geld geht für Schweinescheiße drauf. Wer hätte das gedacht? Aber das machen wir nächste Folge. Nächste Folge kümmern wir uns um die Feldarbeiter. Gucken, dass wir da was haben. Gucken mal, was wir verkaufen können. Ich habe so viel Bronze, bestimmt kann ich ein bisschen was verkaufen. Wie viel Geld haben wir? 1500. Ja, ein bisschen kann man damit machen. Ein bisschen kann man machen. Und wir müssen auch noch, also wenn jetzt nächstes Wochenende, also das Wochenende, wenn ihr diese Folge guckt, ist Freitag, ne? Ja, wenn in der bis zu dem Wochenende, also den Samstag, Sonntag, das Update nicht kam, dann machen wir weiter in, ich hoffe, dass das kommt bis dahin. Dann machen wir weiter, indem wir die Werkstattstufe 3 bauen und wir gehen rüber und kaufen Dünger und wir akquirieren noch ein, zwei Leute für die wir verloren haben. Also wir haben noch mehr als genug zu tun, Freunde. So viel Überlänge wieder. Da vergeht der Tag wie im Flug. Jetzt habe ich schon über 1,5 Stunden aufgenommen. Ja, der halbe schon wieder Mittag, ne? Schnell, Zeit vergeht. So, das war's. Mehr haben wir nicht. Für einen reicht das nicht mehr. Oh, doch reicht. Nee, ein Ast wollte mich verarschen. Besser.
Letzte vielleicht so. Oh, ich könnte kotzen. Ich brauche viele Holzhammer für das Ding hier. Hey! Fräulein! Vier Äste. Ich will das nicht schon wieder unvollständig lassen. Wir haben noch das eine Haus unvollständig da liegen. Man hat mir mal gesagt, ich behandle meine Leute hier nicht gut. Ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich lasse sie das Feld roden, dann reiße ich das Feld ab und lasse sie neu roden. Ich bin echt ein Monster. Aber das wird gut aussehen. Ich sag's euch, das wird gut aussehen. Vor allem hier mit der Anhöhe und wenn dann hier noch später die Palisade und so steht. Und dann ist ja hier diese Anhöhe und dann geht das hier so runter. Und dann geht das hier später runter zur Mühle und dann kommen rechts und links noch so Obstplantagen. Das wird schon echt gut aussehen. Wenn die das hier alles fertig haben, werdet ihr sehen, dann sieht das richtig geil aus. Mitten in einem riesigen Feld umgeben ist dann. Und wir haben sogar die Bärenbäume und den Baum hier erhalten können. Schön. Schön, schön, schön. Wenn die Welt mir Scheiße gibt, mache ich Gold daraus. Boah, Gott, der Wendekreis, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Schlimmer als Autofahren. Fahre ich lieber einen Panzer. So, tägliche Rattenfahren. Yay! Ein Fleisch. Ich rette damit die Bevölkerung. Die ist kaputt. Fallen sie mir scharf. Ich habe eine Handvoll Fleisch. Guck mir mal. Woran mangelt es bei den Leuten? Haben wir noch ein bisschen saure Sahne? Wir wollen Käse machen. Machen wir nächste Folge. Oh, nächste Folge machen wir Käse. Käse. Saure Milch, ja. Und Milch, ja. Gibt ganz viel Quark und noch mehr Käse. Ach ja. Und hier habt ihr noch Fleisch, meine Genossen. Guck mal hier, 121 Fleisch. Also Fleisch machen wir jetzt wieder. An Fleisch mangelt es uns nicht. Gut. Ach, schön, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne liken, gerne abonnieren. Soll ich noch ein Foto davon machen? Wäre das ein schönes Foto? Für zukünftige Generationen? Wenn ich es jetzt nicht mache, vergesse ich es wieder. Ich wollte gleich noch ein bisschen Going Medieval spielen. Vorbereitung abgeschlossen. Bisschen Sound bauen und so. Ach ja, cool. Wenn wir zwischendurch immer Äste finden, dann machen wir mal zwischendurch ein bisschen was. Wisst ihr, was ich meine? So, aber jetzt gehe ich wieder zurück in die Stadt und ruhe mich mal ein bisschen aus. Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, euer Toshi und ciao.